Mit dem Kommentar, der Syrienkrieg sei vorbei, wird von zahlreichen russischen Zeitungen niemand Geringeres als unser Außenminister Lavrov zitiert. Kann man das so sagen, es gibt Frieden in Syrien? Was spricht dafür, was dagegen? In einem Interview mit der russischen Zeitung Trut hat Russlands Außenminister Lavrov viel Wissenswertes zur eigenen Außenpolitik erzählt, etwa auf dem Balkan oder in Bezug auf China. Wie so oft schafft es aber nur ein einziger Satz überall in der Berichterstattung. Und er hat ihnen gesagt, bei Trut lässt sich das auf der Homepage nachlesen. Der Krieg in Syrien ist wirklich vorbei. Das Land kehre nun laut Lavrov zu einem normalen, friedlichen Leben zurück. Spannungen gäbe es nur in Gebieten, die nicht von der Regierung kontrolliert werden, wie Idlib oder dem Bereich östlich des Euphrat. Diese kleine Einschränkung hat es in viele andere Berichte gar nicht geschafft. Aber allgemein ist es für Politiker sehr gefährlich, Kriege für beendet zu erklären. So haben auch die USA den Irakkrieg 2003 für beendet erklärt. Offensive US-Militäraktionen mit vielen Toten gab es vor Ort aber noch viele Jahre. Und weiter kriegerische Zustände noch fast bis heute, wie etwa die Schlacht um Mosul mit etwa 4000 Toten im Jahr 2017, wo auch 550 US-Soldaten mitgekämpft haben. 14 Jahre nach dem offiziellen Kriegsende. Auch Russland hatte Erfahrungen mit problematischen Ankündigungen in Bezug auf Kriege. So erklärte Präsident Putin 2017, der russische Militäreinsatz in Syrien kommt jetzt zu einem Ende. Jetzt, 2 Jahre später, dauert dieser Einsatz immer noch an. Umso wichtiger ist es für die russische Regierung, diesen Einsatz als Erfolg darzustellen. Tatsächlich konnten die mit Russland verbündeten Regierungstruppen und die Kurden in den letzten Jahren die meisten Gebiete erobern. Und deswegen ist es für das russische Verteidigungsministerium nicht schwer, Erfolge vorzuweisen. Laut Umfragen glaubt eine Mehrheit der Russen, dass die eigenen Soldaten dort für die richtige Sache kämpfen und durch den Syrienkrieg auch Russlands Einfluss auf der Welt gewachsen ist. Beim Thema, ob das Erreichen dieser Ziele den erheblichen finanziellen Aufwand wert ist, sind die Meinungen unter den Menschen in Russland gespalten. Denn das Geld, das der Syrienkrieg kostet, fehlt daheim. Im öffentlichen Dienst wurden beispielsweise Gehaltskürzungen mit dem Krieg gerechtfertigt. In den letzten Jahren ist der Wohlstand der Russen gesunken. Deswegen ist der Erfolgsdruck für die Regierung weiter da. Das Beste, was bei einem Krieg passieren kann, ist ein siegreiches Ende. Also genau das, was Außenminister Lavrov jetzt verkündete. Was spricht vor Ort für und was gegen für einen schon bestehenden Frieden? Eigentlich ist ein Krieg zu Ende, wenn nicht mehr gekämpft wird, ein Frieden geschlossen wurde oder eine Kapitulation erfolgt ist. So war auch der Zweite Weltkrieg erst vorbei, als zuletzt Japan kapitulierte, obwohl in vielen anderen Kriegsregionen schon viel früher nicht mehr gekämpft wurde. Soweit, dass es einen Friedensvertrag oder eine Kapitulation einer Seite gibt, ist die Situation in Syrien tatsächlich noch nicht. Eher in einem Stadium davor, wo es Kämpfe nur noch in wenigen Gegenden gibt. Außenminister Lavrov hat diese aktuelle Situation gut beschrieben. Kämpfe gibt es dort, wo er von Spannungen spricht. In manch anderen Gegenden hat es sogar nie Kämpfe gegeben. In anderen endeten sich durch einen Sieg der Regierungstruppen oder Kurden, die den Nordosten Syriens beherrschen. Auch der IS als eine von vielen Kriegsparteien ist besiegt. Im März 2019 wurde mit Bachus von den Kurden die letzte Stadt erobert, die noch von ihm beherrscht worden war. Es existieren nur noch Zellen im Untergrund, die natürlich eine Sicherheitsgefahr darstellen, wie Putin bei einem Gipfeltreffen gestern mit Erdogan und Rouhani feststellte. Natürlich sind wir besorgt über den Stand der Dinge im Nordosten Syriens, wo schlafende Zellen des IS aktiv werden können. Wir glauben, dass es nur dann möglich ist, die Sicherheit in diesem Teil Syriens zuverlässig zu gewährleisten, wenn wir sie wieder unter Kontrolle der legitimen Regierung stellen. Gegen andere islamistische Rebellen wie in Idlib gab es noch eine Militäroffensive bis Ende August. Am 30. August 2019 hat Russland einen Waffenstillstand verkündet. Seitdem gab es als einzige Kampfhandlungen einen Luftangriff der USA im Norden und gegenseitigen Beschuss von Israel und dem Iran im Süden.
Hier zeigt sich das Problem dieses Krieges. Sehr viele Parteien sind mit Militär irgendwie beteiligt. Wenn die meisten nicht kämpfen, tun es manche andere schon noch. Etwa der Iran und Israel aus einer Feindschaft, die gar nichts mit Syrien zu tun hat. Dennoch gibt es wirklich im größten Teil des Landes aktuell keine Kämpfe. Laut Präsident Putin sind mittlerweile 390.000 Flüchtlinge nach Syrien zurückgekehrt. Das sind etwa 7% der Bürgerkriegsflüchtlinge laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk. Ob es für das Wort Frieden für euch reicht, wenn die Waffen in den meisten Gegenden schweigen und die ersten Flüchtlinge zurückkommen wie momentan, oder ob komplett nicht mehr gekämpft werden darf, müsst ihr für euch selbst beantworten. Ihr könnt das auch gerne in den Kommentaren diskutieren. Mehr Videos zu aktuellen Russland-News gibt es jeden Mittwoch bei Russland Live mit Ariane und mir oder unter dem jetzt eingeblendeten Link. Abonniert uns für unabhängige Russland-News oder schaut in unserem Shop vorbei.